Das ist jetzt ein Gericht, das ich so im Ferment auch mache, auch mit Reinhards Fleisch quasi. Das ist ein Rinder-Tatar und dazu gibt es diesen Salat von Apfel und Kohlrabi. Man hat es ja gerade gesehen, es ist ziemlich viel Ingwer auch dran und Limette. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen Creme Fraiche, die ich da einfach unterhebe. Das ist jetzt Kohlrabi, aber der Sud ist schon Pickelsud, also so süß-sauer von Ringelbeete, die den einfach automatisch natürlich färbt. Jetzt quasi dann Tatar vom Wagyu. Unten drunter haben wir halt diesen Kohlrabi-Salat mit Ingwer und Limette. Das ist in der Mitte dieser Sud von den eingelegten Kohlrabis mit Beete und dann habe ich da dieses Senföl aus Münster halt einmontiert. Ja, und wichtig auch noch geschmacklich ist diese Wagyu-Fett-Emulsion.